Ja, schönen guten Tag. Ich denke, wir können jetzt direkt anfangen mit unserem heutigen Online-Seminar unter dem Thema: Wie profitieren Kinderrechte von einem Lieferkettengesetz? Ein spannendes, ein wichtiges Thema. Das Online-Seminar richtet sich heute im Wesentlichen an die zivilgesellschaftlichen Akteurinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kinder- und Menschenrechte, aus Tabakkontrolle und nachhaltige Entwicklung, an Entscheidungsträgerinnen in Politik und Verwaltung, an Medienvertreterinnen sowie an interessierte Öffentlichkeit. Und ich möchte an der Stelle deutlich sagen, sollten jetzt Vertreterinnen der Tabak- oder E-Zigarettenindustrie sich zugeschaltet haben, bitte ich Sie oder bitten wir Sie, das Webinar jetzt wieder zu verlassen. Zunächst ein paar technische Hinweise für das heutige Online-Seminar. Es wird live auf Facebook übertragen, von Unfair Tobacco gestreamt, und es wird außerdem aufgezeichnet und steht später auf dem YouTube-Kanal von Unfair Tobacco online. Alle Teilnehmenden in diesem Online-Seminar sind automatisch auf Stumm und ohne Videoübertragung geschaltet. Alles andere würde den Rahmen sprengen. Das dient der Qualität der Übertragung. Das ist notwendig. Anders können wir es gar nicht machen. Daher jetzt die große Bitte an alle Teilnehmenden: Stellen Sie Ihre Fragen mit Hilfe des Tools Fragen und Antworten. Und Sie finden das Tool, das liegt ganz unten auf der unteren Bedienleiste. Sonja von Eichborn von Unfair Tobacco betreut es und sammelt die Fragen für die Moderation, also für mich. Im Anschluss an alle Inputs werden dann die ExpertInnen ihre Fragen beantworten. Also ganz kurz auch noch ein paar Worte zu mir. Ich bin freischaffende Journalistin, mache im Wesentlichen Hörfunkreportagen, Radiofeature zu Themen Menschen- und Kinderrechte, und auch Migration ist einer meiner Schwerpunkte. Ich heiße Erika Harzer. Nochmal herzlich willkommen. Ein paar Gedanken von mir zunächst zu dem heutigen Thema: Wie profitieren Kinderrechte von einem Lieferkettengesetz? Das ist unsere Frage für die nächste Stunde. Es ist weitläufig bekannt, dass in den globalen Lieferketten an unterschiedlichsten Standorten ziemlich ausbeuterische Kinderarbeit stattfindet. Und wir wollen das heute an den Beispielen Kakao und Tabak aufzeigen und wollen aufzeigen, auf welche Art und Weise Kinderrechte in den Lieferketten dieser beiden Produkte verletzt werden. Es ist auch bekannt, dass internationale Menschenrechts- und Kinderrechtsorganisationen schon seit Jahrzehnten sich mit diesem Thema beschäftigen und diese Verletzungen benennen. Aufgrund dieser bisherigen Kritik haben sich einige Unternehmen zu sogenannten Selbstverpflichtungen veranlasst gefühlt, haben dem zugestimmt, mit denen sie Menschenrechte und soziale Mindeststandards in der Wertschöpfungskette sicherstellen wollten. Aber eine freiwillige Ebene, die in der Realität, das ist eine freiwillige Ebene, die in der Realität nicht wirklich greifbar ist. Nach wie vor achten die Unternehmen nicht ausreichend auf den Schutz von Menschenrechten und auf den Schutz der Umwelt in ihrer Lieferkette. Das wird nur möglich sein, wird langfristig nur möglich sein, tatsächlich, wenn es ein Lieferkettengesetz gibt, wenn es verabschiedet wird und mit dem Lieferkettengesetz auch die dazu notwendige Kontrolle durchgeführt werden können. Mehr als 100 Organisationen haben sich schon vor einem Jahr in Deutschland zu der Initiative Lieferkettengesetz zusammengeschlossen und wollen entscheidend mit dazu beitragen, dass dieses Gesetz bald kommt, dass es verabschiedet wird und dass es auch tatsächlich umgesetzt wird. Also umgesetzt, sprich, dass es auch kontrolliert angewandt wird. Und auch Veranstalterinnen des heutigen Online-Seminars. Über dieses Lieferkettengesetz wollen wir heute also reden. Wir wollen reden darüber, was für Bestandteile es unbedingt haben müsste, um wirksam Veränderungen zu schaffen. Wir wollen darüber reden, wie es wirken könnte, und wir wollen darüber reden, wie der aktuelle Stand der Debatte auf Regierungsebene ist. Unsere drei Expertinnen, die ich Ihnen kurz nun vorstelle, werden uns dazu die Inputs geben. Ich begrüße ganz herzlich Leonard Rupp,
Leonard Rupp arbeitet seit März 2018 für INCOTA, INCOTA-Netzwerk in Berlin. Seit Januar 2020, also seit diesem Jahr, ist er mitverantwortlich für die Kampagne Make Chocolate Fair. Er wird über die Kinderarbeit im Kakaoanbau sprechen, über den fairen Handel und über mögliche Effekte eines Lieferkettengesetzes im Kakaosektor. Ich begrüße ganz herzlich Laura Crane. Sie ist freiberufliche Expertin für Menschenrechte und Tabakkontrolle. Sie arbeitet sowohl mit Nichtregierungs- als auch mit zwischenstaatlichen Organisationen zusammen, um deren Forschung, Kampagnen und Advocacy zu unterstützen. Sie wird mit uns über die Kinderarbeit im Tabakanbau sprechen und darüber, welche alternativen Möglichkeiten kleinbäuerliche Betriebe hätten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und sie wird auch über die Forderungen malawischer Familien gegenüber den Tabakkonzernen berichten. Und zu guter Letzt begrüße ich noch Maya Woland. Maya Woland ist politische Referentin beim Forum Fairer Handel und dort für die Initiative Lieferkettengesetz verantwortlich. Das Forum Fairer Handel ist der Verband des fairen Handels in Deutschland und die politische Stimme der Fairhandelsbewegung. Sie wird mit uns über das Lieferkettengesetz sprechen und über die wichtigen Bestandteile darin und über den aktuellen Stand in der Politik. Nochmal herzlich willkommen, euch drei. Und jetzt übergebe ich direkt das Wort an Leonard Rupp und bitte dich um deinen Vortrag zum Thema Kinderarbeit, Kakaoanbau, fairer Handel. Ja, hallo auch von mir. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Mein Name ist Leonard Rupp und ich bin, wie eben schon gehört, Mitarbeiter beim INCOTA-Netzwerk und Teil der Kampagne Make Chocolate Fair. Vorab noch erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier diesen kurzen Input zu halten, denn aus unserer Sicht sind die Probleme in der Kakao- und Schokoladenindustrie eben ein besonders gutes Beispiel, um aufzuzeigen, wieso ein Lieferkettengesetz dringend nötig ist. Vorab will ich noch kurz was zum INCOTA-Netzwerk sagen und der Kampagne und dann darauf eingehen, was wir kurz unter Kinderarbeit verstehen. Anschließend werde ich dann die Ursachen für Kinderarbeit in Westafrika darstellen und dann den Blick auf den Kampf gegen Kinderarbeit richten, also insbesondere die gebrochenen Versprechen der Schokoladenindustrie in diesem Kampf. Und abschließend dann auf ein Lieferkettengesetz eingehen und wie es helfen kann im Kakaoanbau. Jetzt wollte ich kurz fragen, gibt es die Möglichkeit noch, die Präsentation dazu zu springen? Genau, super. Dankeschön. Ja, das INCOTA-Netzwerk ist eine entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisation, die sich einsetzt, den Hunger zu besiegen, Armut zu bekämpfen und Globalisierung gerecht zu gestalten. Wir machen das durch eine Mischung aus Kampagnenarbeit in Deutschland und Auslandsprojekten mit Organisationen im globalen Süden. Eine Kampagne, die INCOTA seit rund 7 Jahren koordiniert, ist die Kampagne Make Chocolate Fair, die sich für die Verbesserung der Lebenssituation von Kakaobäuerinnen und Kakaobauern in Westafrika insbesondere einsetzt. Denn die Schokolade, die wir in Deutschland essen, hat eine bittere Kehrseite. Der Kakao wird häufig unter ausbeuterischer Kinderarbeit geerntet. Rund 70% der weltweiten Kakaoernte kommt aus Westafrika, vor allem der Elfenbeinküste und Ghana. Und dort, also in Westafrika, gibt es ein derart strukturelles Problem mit Kinderarbeit, dass bis heute keiner der großen Schokoladenhersteller wirklich zu 100% ausschließen kann, dass in seiner Schokolade keine Kinderarbeit steckt. Wenn wir jetzt über Kinderarbeit sprechen, will ich vorab noch mal kurz darauf eingehen, was wir unter Kinderarbeit verstehen, denn nicht jede Form der Beschäftigung ist per se problematisch. Problematische Kinderarbeit wird definiert durch zwei ILO-Kernarbeitsnormen. Zentral ist das die 138, die Kernarbeitsnorm, die thematisiert, wie alt Kinder sein müssen für eine Beschäftigung. Und zum Zweiten 182, was eben besonders schlimme Formen von Kinderarbeit sind. Runtergebrochen auf ausbeuterische Kinderarbeit heißt das konkret Tätigkeiten, die eben schädlich sind und sich auswirken auf die körperliche und seelische Gesundheit der Entwicklung von Kindern, auf den Schulbesuch und sie davon abhalten und eben auch, wenn Kinder zu jung sind, zum Beispiel zu langes Arbeiten in zu jungem Alter. Im Kakaoanbau konkret sehen wir das daran oder ist ausbeuterische Kinderarbeit dahingehend festzustellen, dass Kinder häufig zu schwere Lasten tragen. Zum Beispiel bei Kakaosäcken, die bis zu 60 Kilogramm wiegen oder auch, dass sie mit scharfen Werkzeugen wie beispielsweise Macheten arbeiten, wodurch es immer wieder zu Verletzungen kommt.
Ein anderes Beispiel sind der Einsatz von Pestizide, entweder dass sie direkt Pestizide versprühen oder auch, dass sie neben dem Versprühen von Pestiziden parallel arbeiten. Häufig sind zu lange Arbeitszeiten in Studien festgestellt worden oder auch, und das sind sozusagen die schlimmsten Formen, Zwangsarbeit oder Kindersklaverei. Wenn wir jetzt über die Ursachen von Kinderarbeit sprechen, müssen wir insbesondere über die Armut von Kakaobauernfamilien sprechen, denn es sind einfach die existenziellen Nöte, die sie dazu bewegen, häufig ihre eigenen Kinder als Arbeitskräfte einzusetzen, weil sie sich professionelle Erntehelferinnen und Erntehelfer eben nicht leisten können. In diesem Zusammenhang müssen wir aber auch sprechen über niedrige Kakaopreise, die aus Sicht von der Zivilgesellschaft, wie zum Beispiel dem Inkota-Netzwerk, deutlich zu niedrig sind, um eben ein existenzsicherndes Einkommen für Kakaobäuerinnen zu gewährleisten. Allerdings ist auch der fehlende Zugang zu Bildung ein Problem, wenn beispielsweise nicht ausreichend Schulen in ländlichen Gegenden vorhanden sind oder auch wenn Hürden entstehen durch fehlendes Schulmaterial oder Gebühren. Hauptproblem ist aber dennoch, das muss man ganz klar sagen, Armut von Kakaobauernfamilien. Insofern steht für uns schon seit längerem fest, wer Kinderarbeit beseitigen will, der muss etwas gegen Armut machen, vor allem gegen die Armut von Kakaobauernfamilien. Der Kampf gegen Kinderarbeit, um das kurz zu sagen, der ist schon seit längerem bekannt. Also Medienberichte schon um das Jahr 2000 rum, wonach ausbeuterische Kinderarbeit in der Elfenbeinküste stattgefunden hat, haben die großen Schokoladenhersteller in den USA im sogenannten Harkin-Engel-Protokoll dazu veranlasst, die sogenannten schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu beenden. Sie haben damals versprochen, dass sie das beenden würden bis 2005. Dieses Ziel, eben die schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu beenden, wurde darauf in den folgenden Jahren mehrfach revidiert. Zunächst wurde die Frist im Jahr 2005 auf das Jahr 2008 verlängert, dann 2008 auf das Jahr 2010 verlängert und 2010 wurde das Ziel dann nochmal verwässert durch eine Reduktion nur noch der schlimmsten Form der Kinderarbeit um 70% bis 2020. Nun haben wir das Jahr 2020 und vor einigen Wochen berichteten verschiedene deutsche Medien aus einer Studie, die im Auftrag des US-Arbeitsministeriums die Umsetzung dieses Harkin-Engel-Protokolls überprüfen sollte. Eine Vorabversion der Studie wurde bereits geleakt und hat da deutliche Ergebnisse gezeigt. Wie gesagt, es ist eine Vorabversion dieser Studie. Trotzdem werden sich die Daten jetzt nicht mehr so wahnsinnig ändern. Und hiernach, so zeigen die Ergebnisse, hat die Kinderarbeit in den letzten Jahren nicht abgenommen, nein, sondern sie hat sogar zugenommen. Rund 2,1 Millionen Kinder verrichten eben ausbeuterische Kinderarbeit im Kakaoanbau in Westafrika. Insbesondere, das zeigt die Studie auch, hat die Arbeit von Kindern mit gefährlichen Chemikalien in den letzten Jahren extrem zugenommen. Andererseits muss man aber auch sagen, es gibt auch positive Ergebnisse der Studie. Die Studie hat gezeigt, mehr Kinder gehen in die Schule und auch zum Teil, dass Unternehmensprogramme, das heißt unternehmenseigene Nachhaltigkeitsprogramme, Erfolge bei der Reduzierung von Kinderarbeit leisten. Dann kann man natürlich fragen, was machen eigentlich Unternehmen, um Kinderarbeit zu adressieren? Ein wichtiger Bestandteil, den Unternehmen in den letzten Jahren unternommen haben, sind sogenannte CLMRS. Ausgesprochen heißt das Child Labor Monitoring and Remediation Systems. Ganz grob gesprochen sind das community-basierte Kontrollprogramme, bei denen es um die Überwachung und die Verhinderung von Kinderarbeit geht. Das heißt, diese Systeme beziehen die lokalen Communities mit ein und man versucht, eine Person zu schulen, die Kinderarbeit bei Besuchen von Familien identifiziert und diese dann auf kooperativen Basis meldet. Und dann wird eben versucht, im nachgehenden Schritt gemeinsam mit weiteren Akteuren auf dieser kooperativen Ebene, also dem Zusammenschluss von verschiedenen Kakaobauernfamilien, Abhilfe zu schaffen. Die Einführung dieser Monitoring-Systeme bringt zwar Vorteile, allerdings decken diese Monitoring-Systeme nur begrenzte Teile der Lieferkette ab. Also ungefähr so circa 15% sind die Zahlen, die ungefähr abgedeckt sind. Gründe dafür sind vor allem, dass Unternehmen eben die höheren Kosten scheuen, die sie eben haben, wenn sie flächendeckend diese Monitoring-Systeme entlang ihrer Lieferkette einsetzen. Ja, was Unternehmen sonst noch machen? In den vergangenen Jahren wurde verstärkt auf zertifizierten Kakao gesetzt. Also Kakao, der von Standardsätzen und Organisationen wie beispielsweise Fairtrade oder auch der Rainforest Alliance zertifiziert ist. Wir haben aktuell in Deutschland einen Anteil zertifizierten Kakaos von ungefähr 65 bis 70%.
Das ist ein wichtiger Ansatz, denn auch diese Zertifizierer haben in ihren Standards stehen, dass ausbeuterische Kinderarbeit verboten ist. Und das ist so dahingehend also ein ganz wichtiger Schritt, weil sie auch dazu beitragen, Kinderarbeit zu verringern. Nun muss man aber trotzdem sagen, dass Zertifizierung alleine nicht garantiert, dass keine Kinderarbeit mehr stattfindet. Denn auch bei den Zertifizierern bestehen bestimmte Probleme, also strukturelle Probleme fort, wie beispielsweise, dass Kakaobäuerinnen und Kakaobauern kein existenzsicherndes Einkommen gezahlt bekommen. Fairtrade hat zwar einen Mindestpreis, also einen garantierten Mindestpreis, unter den, auch wenn der Weltmarktpreis drunter fällt, Kakaobauern nicht verdienen. Trotzdem ist der immer noch unter einem existenzsichernden Einkommenspreis. Ja, aus all diesen Gründen, und damit komme ich jetzt zum Lieferkettengesetz, würden wir sagen, dass ein Lieferkettengesetz dringend notwendig ist, um ausbeuterische Kinderarbeit im Kakaoanbau wirksam zu bekämpfen. Denn ein Lieferkettengesetz, so wie wir es eben gemeinsam mit der Initiative Lieferkettengesetz fordern, würde vor allem den Druck auf Unternehmen erhöhen, gegen ausbeuterische Kinderarbeit vorzugehen. Denn Unternehmen werden auf der einen Seite dazu verpflichtet, ihre Lieferkette lückenloser zu erfassen und sie müssten zum anderen auch nach ihrer Risikoanalyse Gegenmaßnahmen ergreifen, wie beispielsweise diese CLMRS und diese auch für die gesamten Lieferketten vornehmen und darüber dann transparent berichten. Weiterhin gibt es auch unserer Meinung nach eine disziplinierende Wirkung, denn aufgrund von Sanktionsmechanismen wie zum Beispiel dem Ausschluss von öffentlichen Förderungen oder auch einer zivilrechtlichen Haftung von deutschen Unternehmen hätten eben Schokoladen- und Kakaohersteller Angst vor öffentlichem Reputationsschaden. Ja, soweit ein kleiner Input zum Thema Kinderarbeit im Kakaoanbau. Ich freue mich auf jeden Fall über die Fragen und die Diskussion im Anschluss an die weiteren Inputs. Ja, vielen Dank, Leonard Rupp. Es hat mich doch erstmal ziemlich schockiert, was du gesagt hast an nach wie vor vorhandenen ausbeuterischen Kinderarbeitsbeteiligung in der Kakaoproduktion. Ich dachte doch tatsächlich, es ist schon etwas besser geworden, aber die Zahlen sprechen ja eine andere Sprache. Jetzt bitte ich Laura Grimm, dass du jetzt deinen Input machst zur Tabak. Produktionsgeschichte und ich hoffe, dass es nicht ganz so erschütternd ist. Aber ich glaube es kaum. Ja, hallo zusammen. Ja, ich überlege jetzt gerade, wo ich anfange. Am besten vielleicht erstmal mit der Folie. Ah, danke schön. Ja, also im Grunde genommen kann ich, was die Definitionen von Kinderarbeit angeht, auch nochmal halt zurückkommen auf das, was Leonard Rupp schon gesagt hatte. Kinderarbeit gibt es gefährliche und nicht gefährliche Kinderarbeiten. Manche Kinderarbeit ist in Ordnung, weil Kinder vielleicht Geld verdienen können und andere ist nicht in Ordnung. Und beim Tabakanbau fällt praktisch jede Tätigkeit unter die gefährlichen Tätigkeiten. Das heißt, die ist nach den ILO-Konventionen verboten und auch nach der Kinderrechtskonvention nicht erlaubt. Die Kinder sind vom Anfang bis zum Ende des Anbauprozesses beschäftigt im Anbau. Das heißt, harte Arbeit wie Felder umgraben, auch mit spitzen Werkzeugen hantieren und vor allem ständiger physischer Kontakt mit der Tabakpflanze. Was ein Unterschied ist zu anderen Anbauprodukten wie Kakao. Die Pflanze an sich ist giftig. Durch die Haut aufgenommenes Nikotin führt zu der sogenannten Green Tobacco Sickness, die Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen und Schwindel auslöst. Die langfristigen Schäden weiß man nicht so genau, was es auslösen könnte. Aber kurzfristig kann das halt auch dazu führen, dass Kinder ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil sie dehydriert sind. Dann das Auftragen von Düngern und Pestiziden, in der Regel ohne Schutzkleidung. Also man sieht die Kinder tatsächlich auch barfuß und ohne Handschuhe da auf den Feldern arbeiten. Denn Kinder sind aufgrund ihrer Körpergröße, ihrem Gewicht und ihrer Atemfrequenz sehr viel gefährdeter als Erwachsene und werden stärker belastet bei Kontakt mit Giftstoffen. Und deshalb ist diese Arbeit verboten. Die Kinderarbeit im Tabakanbau ist leider weltweit verbreitet. Also ich habe jetzt mal ein paar Länder aufgelistet, von denen es Nachweise gibt.
und die auch nach Deutschland importiert werden, von dort aus importiert wird. Zum Beispiel Brasilien, sehr, sehr großer Tabakhersteller, Malawi, die USA, Tansania, Mosambik, Argentinien, Indonesien. Das sind alles große Tabakherstellerländer. Das im Grunde genommen ist es ähnlich wie beim Kakao auch. Die Konzerne drücken die Preise für die Rohmaterialien und dadurch können sich die insbesondere kleinbäuerlichen Betriebe nicht leisten, Arbeiterinnen und Arbeiter einzustellen und nutzen die Arbeit ihrer Kinder. Ich überlege gerade, was ich noch dazu. Oh, nee, niedrige Preise. Beim Tabak gibt es nicht so eine Lösung wie bei Kakao, die ja auch nicht so richtig funktioniert mit dem fairen Handel. Denn Tabak kann man per Definition nicht fair handeln. Man kann nicht ein Produkt fair handeln, das die Hälfte der Konsumenten umbringt. Das funktioniert einfach von dieser Seite aus nicht und deswegen wird es auch nicht zertifiziert. Im Oktober letzten Jahres wurde öffentlich, dass die britische Menschenrechtskanzlei Lee Day, die machen öfter solche Prozesse, im Namen von 2000 PachtarbeiterInnen, einschließlich hunderter Kinder, den britischen Konzern British American Tobacco verklagt. Das ist, die verkaufen hier in Deutschland zum Beispiel Lucky Strike, Pall Mall, dadurch sind die bekannt. Pachtarbeit ist in Malawi ein bestimmtes System, das sogenannte Tenancy Labor. Das bedeutet, eine Familie wird für die Arbeit auf Plantagen rekrutiert. Sie bekommt Land zugeteilt, erhält Saatgut, Dünger und so weiter. Und auch Nahrungsmittel auf Kredit. Und dieser Kredit wird am Ende mit der Ernte verrechnet. Und am Ende hat die Familie in der Regel oft nur 100 bis 200 Euro für 10 Monate Arbeit bekommen. Das ist, wenn es gut läuft. Es gibt auch Jahre, in denen diese Tenants kein Geld verdienen. Das Pachtarbeitssystem fällt deshalb auch in den Bereich Zwangsarbeit. Es ist unmöglich, einfach zu gehen. Die Leute haben keine schriftlichen Verträge. Es gibt zum Teil völlig unfaire Bezahlmechanismen. Eine Rückreise nach Hause ist zu weit oder zu teuer. Und es gibt Angst vor Hunger. Deswegen bleiben die Leute dann auf der Plantage. Der Grund für die Klage ist, British American Tobacco kauft Tabak in Malawi, hatte Lee Day recherchiert. Und dort wird halt Kinder- und Zwangsarbeit auf Tabakplantagen verwendet und ist dort verbreitet. Die klagenden ArbeiterInnen und Kinder verlangen Schadensersatz. Der Vorwurf der Anwaltskanzlei ist unrechtmäßige Bereicherung durch British American Tobacco. Kurze Zeit später haben die USA den Import von malawischem Tabak mit Verweis auf Zwangsarbeit und Kinderarbeit ausgesetzt. Die USA haben ein entsprechendes Gesetz, dass solche Importe verboten werden können, wobei das auch nicht immer gemacht wird. Also Malawi steht schon seit vielen Jahren auf dieser Liste des US-amerikanischen Arbeitsministeriums. Die Liste gibt es nicht nur für Tabak, sondern auch für alle möglichen anderen Produkte. Das ist ganz interessant, das nachzugucken. Der Witz ist natürlich, die USA setzt den Import von Tabak aus Malawi wegen Kinderarbeit und Zwangsarbeit aus und in ihrem eigenen Land gibt es auch Kinderarbeit auf Tabakplantagen. Und es ist nicht verboten. Jetzt ist die Frage, was tut man? Die Lösung ist einerseits, dass kurzfristig bessere Arbeitsbedingungen eingerichtet werden müssen. Und das können wir nach unserer Erfahrung einfach nur durch Gesetze erreichen, die wie zum Beispiel das Lieferkettengesetz es möglich machen, Konzerne zur Verantwortung zu ziehen. Und alle anderen Möglichkeiten, Dialoge mit der Tabakindustrie, Vereinbarungen, Freiwillige. Ich musste vorhin lachen, als Leonard Rupp erzählt hat, was die Kakaoindustrie alles an Verzögerungstaktiken und so Ähnliches gemacht hat. Oder vielleicht waren es auch Versprechen, die sie halten wollten. Bei der Tabakindustrie bin ich mir da nie so sicher. Das kommt mir nicht so vor, als wollten sie die Versprechen halten. Das ist die eine Seite. Also wir brauchen Gesetze und wir müssen die Konzerne zur Verantwortung ziehen können. Das ist bisher in Deutschland so nicht möglich. Langfristig brauchen aber die Bäuerinnen und Bauern
alternative Einkommensmöglichkeiten, weil sie sich unabhängig machen sollten von den Tabakkonzernen und dafür brauchen sie Hilfestellungen und weil auch langfristig die Nachfrage nach Tabak sich verringert. Das ist ja ein Produkt, das extrem gesundheitsschädlich ist und gegen das es auch ein internationales Abkommen gibt. Es gibt schon Projekte rund um den Globus, wo Alternativen getestet oder aufgebaut werden und auch schon etabliert werden. Die Akteure dahinter sind völlig unterschiedlich. Es gibt selbstorganisierte kleinbäuerliche Betriebe, genauso wie Regierungseinrichtungen oder Entwicklungszusammenarbeit oder auch Forschungseinrichtungen. Beispiele dafür gibt es auf der Webseite von Unfair Tobacco. In der Alternativenkarte, den Link habe ich da auch angegeben, aber es ist relativ leicht von der Startseite aus auch einfach zu finden. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat sich ein bisschen engagiert. Also in Malawi gibt es so ein Forschungsprojekt für alternative Anbaufrüchte. Aber da könnte wesentlich mehr passieren. Damit bin ich zu Ende. Dankeschön. Laura, dürfte ich dich direkt vielleicht noch um eine ganz kurze Ergänzung des letzten Punktes bitten? Also wie können wir uns das vorstellen, diese alternativen Projekte, die alternativen Ansätze tatsächlich als alternative Frucht, also alternatives Produkt? Oder was ist darunter bisher zu verstehen? Ich kann mir da kein Bild gerade machen. Ich bin nicht gemutet. Tatsächlich ist es ein sehr weites Feld. Also häufig wird darunter verstanden, dass einfach ein anderes Anbauprodukt verwendet wird. Also dass die Bauern dann umsteigen auf Bambus zum Beispiel. Es geht aber eigentlich nicht nur darum, dass die Leute vielleicht ein anderes Anbauprodukt haben, sondern dass sie vielleicht auch was völlig anderes machen. Also sie müssen nicht unbedingt Bauern bleiben. Oder dass ihre Betriebe anders organisiert werden, also dass aus einzelnen kleinbäuerlichen Betrieben Kooperativen werden. Die Ansätze sind da relativ vielfältig. Es gibt, wir reden deswegen auch von Alternativen zum Tabakanbau, weil in diesem internationalen Abkommen gegen Tabak oder für Tabakkontrolle, in dem es eigentlich hauptsächlich um Gesundheitsaspekte geht, eben auch ein Artikel ist, in dem es um Kleinbauern geht, die halt eben Alternativen zur Verfügung gestellt bekommen sollen, von Regierungen vor allem. Deswegen reden wir von Alternativen. Die Tabakindustrie nutzt tatsächlich aber ähnliche Begriffe. Also am Anfang hieß es vor allem Diversification, also Diversifizierung. Und da war die Tabakindustrie halt hinterher, dass sie den Bauern eben gesagt haben, ja, wir liefern euch auch noch Saatgut für Mais. Und dann habt ihr ja verschiedene Anbauprodukte. Und dann ist es ja nicht mehr nur Tabak. Und dann ist ja schon die Alternative geschafft. Genau, also da gibt es tatsächlich sehr viele unterschiedliche Ansätze. Aus meiner Sicht gute Ansätze sind da in Gegenden, wo ohnehin Nahrungsmittelmangel ist oder die Verfügbarkeit zu guten Preisen schwierig ist, ist es ein guter Ansatz, eben auch mehr Nahrungsmittel anzubauen. Tabak kann man nun mal nicht essen. Es gibt aber auch Projekte, ich finde das Projekt in Kenia zum Bambusanbau sehr interessant, weil es da darum geht, man kann Bambus auf völlig unterschiedliche Weisen verwenden und die Bäuerinnen und Bauern lernen in diesem Projekt auch zum Beispiel Möbel herzustellen oder also die Verwendung von Bambus auf unterschiedliche Weise zu benutzen und dadurch dann auch die nächsten Schritte in der Produktionskette mitnutzen zu können. Ich hoffe, das ist ein bisschen klarer geworden. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deinen Input, Laura, und für die Ergänzung. Jetzt haben wir ja in den beiden Vorträgen von Laura und von Leonard über die, ich sage jetzt mal platt, fatalen Zustände einiges gehört. Also es ging Laura, du hast von Zwangsarbeit gesprochen und davon, dass, also von dieser Krankheit, Green Tobacco Sickness, eine Krankheit, wo man bis heute die Folgenschäden nicht kennt und
der alle Kinder, die in den Plantagen arbeiten, ausgesetzt sind, also gefährdet sind davon. Ihr habt beide von den ausbeuterischen Verhältnissen auf den Plantagen gesprochen. Und es ist eigentlich ganz offensichtlich, dass die Unternehmer von sich aus, die Unternehmen von sich aus, also in keinster Weise bereit sind, da großartig was zu verändern. Nun ist die Hoffnung, es wird ja jetzt ständig auch in den Medien besprochen, das Lieferkettengesetz. Ist es wirklich eine Lösung, Maja? Du wirst uns dazu jetzt einen Input geben und ich denke, danach sollten wir da auch noch mal etwas intensiver drüber diskutieren. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, stellt eure Fragen mit Hilfe des Tools, Fragen und Antworten. Was es wirklich braucht, um so ein Gesetz auch wirkungsvoll für die Betroffenen umsetzen zu können. Maja, bitte dein Input nun. Und dir, Laura, nochmal vielen Dank. Ja, hallo auch von meiner Seite. Bevor ich darauf eingehe, was es braucht, damit ein Lieferkettengesetz tatsächlich wirksam ist, möchte ich ganz kurz anknüpfend an meine VorrednerInnen, die ja schon auf den fairen Handel eingegangen sind, aber mit Blick darauf, dass ich ja als Vertreterin des Forum Fairer Handel spreche, nochmal damit einsteigen, dass ich immer wieder gefragt werde, als Vertreterin des Fairhandelsverbands, ob denn der faire Handel nicht reicht, was der faire Handel macht, um Menschenrechte in den Lieferketten einzuhalten und ob das nicht eine nachhaltige Lösung wäre. Und ganz kurz, ich sage, ja, Unternehmen des fairen Handels, auch unabhängig von Zertifizierung, zeigen immer wieder oder zeigen seit langem, dass wie und dass Kinderarbeit und andere Menschenrechtsverletzungen in internationalen Lieferketten vermieden werden können. Sie tun dies unter anderem, indem sie langfristige und transparente Handelsbeziehungen haben, indem sie unfairen Zwischenhandel ausschließen, indem sie KleinbäuerInnen durch Qualifizierungsmaßnahmen unterstützen und deren kollektive Organisierung. Sie sensibilisieren für Kinderrechte, sie zahlen Prämien für den Schulbesuch und sie zahlen faire Preise, die Produktions- und Lebensunterhaltungskosten decken sollen. Das heißt, ja, Fairness-Unternehmen zeigen, es ist machbar, Sorgfaltspflichten entlang globaler Lieferketten einzuhalten. Aber Fairness-Unternehmen und auch andere progressive Unternehmen, die jetzt schon mit gutem Beispiel vorangehen, kommen an ihre Grenzen und es ist keine nachhaltige Lösung. Ganz einfach dadurch, weil, wie meine Vorrednerinnen ja aufgezeigt haben, Menschenrechtsverstöße und unfaire Handelspraktiken einfach Teil unseres derzeitigen Wirtschaftssystems sind. Unternehmen stehen unter einem extrem hohen Wettbewerbs- und Preisdruck und versuchen oder müssen versuchen, um überleben zu können, möglichst kostengünstig zu produzieren. Und entsprechend sind Unternehmen, die dieser Marktlogik nicht entsprechen und versuchen, ihre Sorgfaltspflichten im Ausland einzuhalten, sind einfach im Moment in einem Wettbewerbsnachteil. Und genau deswegen sagen Fairhandelsunternehmen seit langem, dass es verbindliche Regeln braucht, damit sie nicht länger die Ausnahme, sondern die Regel werden und fordern ein Lieferkettengesetz. Das Forum Fairer Handel ist Mitglied der Initiative Lieferkettengesetz und dieser Forderung nach einem Lieferkettengesetz haben sich ja mittlerweile auch schon etliche andere konventionelle Unternehmen angeschlossen. Und wenn wir uns anschauen, die Bundesregierung hat eine Untersuchung von Unternehmensbefragung durchgeführt. Diese zeigt auch ganz eindrücklich, dass freiwillige Vorgaben für Unternehmen nicht ausreichen für nachhaltige Lösungen. Die Bundesregierung hat ihren nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte, der auf freiwilligen Selbstverpflichtungen beruht, untersuchen lassen. Und in dieser Unternehmensbefragung kam jetzt vor kurzem raus, dass gerade einmal 17% der an der Untersuchung teilgenommenen Unternehmen die Anforderungen des Aktionsplans erfüllen. Und diese Ergebnisse sind umso gravierender, weil im Vorhinein die Anforderungen und die Methodik dieser Befragung stark verwässert worden sind. Und seit
Nachdem diese Ergebnisse bekannt geworden sind, wird ja, wie ja auch immer wieder in Medien berichtet wird, jetzt über ein Lieferkettengesetz in der Bundesregierung gerungen. Mitte Juli haben Entwicklungsminister und Arbeitsminister Heil angekündigt, ein solches Gesetz noch in dieser Legislaturperiode durchbringen zu wollen und haben entsprechende Eckpunkte präsentiert. Und diese Eckpunkte begrüßen wir. Also wir, Initiative Lieferkettengesetz und das Forum Fairer Handel, diese Eckpunkte sind für uns eine wichtige Grundlage für so einen Gesetzgebungsprozess. Aber mit Blick darauf, was es bedarf, damit ein Gesetz tatsächlich wirksam und nachhaltig wirkt, müssten diese Eckpunkte noch an einigen Aspekten etwas weiter ausgebaut werden. Das heißt, was sind aus unserer Sicht wichtige Aspekte für so ein wirksames Lieferkettengesetz? Punkt 1 wäre, dass ein Lieferkettengesetz Unternehmen dazu verpflichten muss, entlang der gesamten Wertschöpfungskette Sorgfaltspflichten einzuhalten und dass dieses Gesetz auch nicht hinter die Anforderungen der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte zurückfallen darf. Was heißt das genau? Das heißt, dass Unternehmen eine Risikoanalyse erstellen müssten durch so ein Lieferkettengesetz. Das heißt, sie müssten ihre Lieferketten kennen. Das ist im Moment nicht der Fall. Viele Unternehmen, die man fragt, kennen ihre Lieferketten überhaupt nicht. Und dann kann man natürlich auch nicht wissen, ob es Risiken in diesen Lieferketten gibt. Das heißt also, der erste Schritt wäre, dass Unternehmen ihre Lieferketten untersuchen müssen, ob es Menschenrechtsrisiken und Risiken für Umweltzerstörung in ihren Lieferketten gibt. Und falls dies der Fall ist, falls Risiken sich abzeichnen, müssen Unternehmen Gegenmaßnahmen oder auch Präventionsmaßnahmen ergreifen. Und sie müssten, wenn ein Schadensfall eintritt, diesen wieder gut machen. Und des Weiteren müssten sie eine Beschwerdestelle einrichten, die auch zugänglich ist für mögliche Betroffene. Und über all diese Maßnahmen sollten Unternehmen öffentlich berichten, damit dies tatsächlich dann auch nachvollziehbar ist für die Öffentlichkeit. Aus unserer Sicht noch wichtig ist, dass in all diese Prozesse alle beteiligten Stakeholder einbezogen werden und ihre Aspekte sozusagen mit berücksichtigt werden. Gerade Letzteres ist in den Eckpunkten von Minister Müller und Heil nicht der Fall. Also es ist nicht vorgesehen, dass Stakeholder einbezogen werden und es ist auch keine Wiedergutmachung vorgesehen. Das heißt, hier müsste aus unserer Sicht nochmal nachgebessert werden. Ja, das wäre der eine wichtige Punkt aus unserer Sicht. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass ein Lieferkettengesetz auch umweltspezifische Sorgfaltspflichten mit berücksichtigen müsste. Ganz einfach deshalb, weil in sehr vielen Fällen Umweltzerstörungen mit Menschenrechtsverletzungen einhergehen. Das heißt, um Menschenrechtsverletzungen tatsächlich nachhaltig und effektiv entgegenzuwirken, müsste ein Lieferkettengesetz auch umweltbezogene Sorgfaltspflichten mit berücksichtigen. Auch das ist derzeit in den Eckpunkten nicht der Fall. Das heißt, auch hier würden wir nochmal eine Nachbesserung und eine Ausweitung der Eckpunkte uns erhoffen. Ein dritter wichtiger Punkt für ein wirksames Lieferkettengesetz ist, dass es eine Behörde gibt, eine staatliche Behörde, die so ein Gesetz dann tatsächlich überprüft. Das heißt, eine staatliche Behörde müsste in diesem Gesetz befugt werden, die Einhaltung des Gesetzes zu kontrollieren. Und dann, wenn es dazu kommt, dass ein Unternehmen die Vorgaben nicht eingehalten hat, muss diese Behörde auch befugt sein, dieses Unternehmen dann zu sanktionieren. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage, welche Unternehmen denn von so einem Gesetz betroffen sind. Und da sagen wir, dass es ein Lieferkettengesetz eigentlich nur wirksam ist, wenn es tatsächlich alle großen Unternehmen, die nicht nur einen Sitz in Deutschland haben, sondern tatsächlich geschäftstätig in Deutschland sind, betrifft. Das heißt, auch Unternehmen, die zwar einen Sitz nicht in Deutschland haben, die aber tatsächlich regelmäßig einfach Produkte hier nach Deutschland einführen, sollten von diesem Gesetz betroffen werden. Andererseits würden sonst Unternehmen, die hier ihren Sitz in Deutschland haben,
auf dem Markt tatsächlich benachteiligt werden. Und neben großen Unternehmen sollten vor allem, also oder zumindest in Risikosektoren, auch kleine und mittlere Unternehmen von dem Gesetz betroffen werden. Sprich, das, also Sektoren, wo Menschenrechtsverletzungen tatsächlich sehr häufig auftreten. Und ein letzter wichtiger Punkt, der auch tatsächlich gerade sehr umstritten ist, was ein Lieferkettengesetz wirksam macht, ist der Punkt der zivilrechtlichen Haftung. Wir sind der Meinung, dass ein Gesetz Unternehmen für vorhersehbare und vermeidbare Schäden haftbar machen muss und vor allem, dass auch Betroffene von Menschenrechtsverletzungen im Ausland die Möglichkeit haben müssen, verantwortungslos handelnde Unternehmen vor deutschen Gerichten auf Schadensersatz zu verklagen. Wie schon gesagt, dieser Punkt gerade, der Haftung, ist sehr umstritten. Er wird gerade sehr heftig diskutiert in den Medien. Vor allem Vertreterinnen von Wirtschaftsverbänden stellen Behauptungen auf, die nicht stimmen. Etwa, dass Unternehmen für etwas haften würden, auf was sie keinen Einfluss haben. Oder dass dann Unternehmer mit so einem Gesetz mit einem Fuß schon im Gefängnis stehen. Und genau, also ganz grundsätzlich, um darauf nochmal kurz einzugehen, es gilt, und ich finde, also relativ klar, ein Gesetz kann ohne entsprechende Sanktionen gar keine Wirkung entfalten. Es wäre praktisch ein Papiertiger. Also es braucht aus unserer Sicht Konsequenzen, weil wenn ein Gesetz keine Konsequenzen bei Verstößen hat, dann wäre es praktisch wie eine freiwillige Selbstverpflichtung. Entsprechend ist für uns dieser Punkt der Haftung extrem wichtig. Aber natürlich muss bei so einer Haftung das Prinzip der Angemessenheit gelten. Das heißt, Unternehmen haften nur dann, wenn sie nachweislich fahrlässig gehandelt oder bewusst ihre Sorgfalt missachtet haben. Wenn also ein Unternehmen nachweisen kann, dass es je nach seinen Einflussmöglichkeiten angemessene Maßnahmen ergriffen hat, um Risiken für Mensch und Umwelt in seinen Lieferketten zu vermeiden, dann hat ein Unternehmen nichts zu befürchten. Das heißt also, im Hinterkopf ist zu halten, dieses Ziel soll ja nicht, Ziel des Gesetzes ist es ja nicht, dass möglichst viele Klagen gegen Unternehmen auf den Weg gebracht werden, sondern einfach, dass durch Präventionsmaßnahmen Menschen und Umwelt durch verbessertes Risikomanagement von Unternehmen gar nicht erst zu Schaden kommen. Das heißt, eine Klagewelle ist nicht zu befürchten und die Haftung würde nur in sehr, sehr wenigen fahrlässigen Fällen überhaupt greifen. Ja, so viel vielleicht zum Punkt erstmal, was aus unserer Sicht nötig wäre, damit ein Lieferkettengesetz wirksam ist. Vielleicht noch zum Schluss kurz, wo stehen wir gerade mit einem Lieferkettengesetz? Federführend für die Erarbeitung der Eckpunkte sind das Arbeits- und das Entwicklungsministerium zusammen mit dem Wirtschaftsministerium. Diese drei Ministerien sollen sich auf Eckpunkte für ein Gesetz einigen und sie dann ins Bundeskabinett einbringen. Und wie bereits beim Monitoring zum Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte kommt es jetzt auch wieder zu Verzögerungen und Verwässerungen seitens des Wirtschaftsministeriums, so wie wir das mitbekommen. Eigentlich hätten die Eckpunkte bereits Ende August im Kabinett besprochen werden sollen, was mittlerweile aber schon wieder verschoben wurde. Und wir hören, dass das Wirtschaftsministerium sich gegen etliche Punkte in einem Gesetz stemmt, sodass ein Lieferkettengesetz eigentlich wirkungslos wäre. Aus unserer Sicht ist das nicht akzeptabel, gerade jetzt auch mit Blick auf verheerende Auswirkungen, die Corona-Pandemie in vielen Ländern des globalen Südens hat, ist es aus unserer Sicht dringender denn je, dass Menschenrechte in globalen Lieferketten in den Blick genommen werden und dafür sind verbindliche und effektive Regeln für global agierende Unternehmen unerlässlich und damit sollte ein Lieferkettengesetz schnell in dieser Legislaturperiode noch umgesetzt werden. Ja, vielen Dank, Maja. Vor allen Dingen für die klaren Worte jetzt nochmal zum Schluss, also über die Dringlichkeit, was uns Corona ja gezeigt hat, wie dringlich es tatsächlich ist, dass sowas funktioniert, dass ein Lieferkettengesetz, ein handhabbares Lieferkettengesetz existiert, um genau diese dramatischen Geschichten in den Produktionsländern
endlich zu stoppen. Ich habe direkt noch mal eine Frage an dich. Du hast von den Eckpunkten, von der Erarbeitung der Eckpunkte erzählt, welche Ministerien da drin federführend sind. Inwieweit seid ihr denn als von dem Forum Fairer Handel beziehungsweise auch die gesamten Gruppen, die sich im Lieferkettengesetz für das Lieferkettengesetz zusammengeschlossen haben, da auch mit eurer Expertise gehört worden? Also wie konnte die einfließen, eure Expertise, in die bisherige Entwicklung? Wir haben ja als Initiative ein eigenes rechtliches Gutachten erstellt, was auch öffentlich zugänglich ist, und haben dieses auch an politische EntscheidungsträgerInnen gesandt und auch Gespräche geführt, also ganz öffentlich, aber haben leider, wie auch mehrere Studien zeigen, wie groß der Einfluss von WirtschaftsvertreterInnen gerade auch auf das Wirtschaftsministerium ist, leider zumindest beim Wirtschaftsministerium nicht so viel Gehör wie andere Akteure. Aber genau, also wir haben etliche Dokumente auch öffentlich gemacht, was wir als wirksames Lieferkettengesetz ansehen und dies auch mit Entscheidungsträgerinnen in der Politik diskutiert. Ja, danke. Ich habe hier eine Frage schon mal von den Teilnehmerinnen, von den Zuhörenden, von Nadine Besensek. Die Frage, die geht an Maja Wolland. Nee, Quatsch, sorry, an Laura Green. Wenn man Zigaretten nicht nach Fairtrade-Standards zertifizieren kann, kann man dann nicht wenigstens ein Siegel ins Leben rufen, das zertifiziert, ohne Kinderarbeit, mit Kinderarbeit produziert zu haben? Laura, kannst du dazu vielleicht eine kurze Antwort geben? Ja, also ich glaube, es ist sehr komplex. Also ich würde sagen, man sollte es besser nicht tun, so ein Siegel zu machen, weil die Kinderarbeit ist Teil eines ganzen Systems an Menschenrechtsverletzungen, die passiert. Also die Zwangsarbeit auf malawischen Tabakplantagen wäre mit so einem Siegel nicht abgestellt. Die niedrigen Preise für Kleinbäuerinnen und Bauern wären damit nicht unbedingt abgestellt. Dann würden vielleicht noch irgendwelche Erwachsenenarbeitenden ausgebeutet zu sehr niedrigen Preisen. Das ist nicht direkt eine Verbesserung des Problems. Und dann kommt noch ein zweiter Aspekt hinzu, dass Tabak darf zum Beispiel in Deutschland, und das liegt auch an einem internationalen Abkommen, eben keine Siegel wie zum Beispiel Bio oder so ähnliches tragen. Das impliziert, dass es zum Beispiel gesünder wäre oder besser oder so. Und das geht bei Tabak eben nicht. Und es soll auch eben gar nicht dazu angeregt werden, dass Leute das so verstehen, dass sie jetzt einen besseren Tabak rauchen und deswegen weniger Risiko haben, daran zu sterben oder zu erkranken. Das könnte so ein Siegel implizieren, so wie Leute das halt manchmal verstehen. Ach, da ist keine Kinderarbeit, also ist es Bio oder so. Also die Schlüsse von Menschen sind bei solchen Siegeln ja häufig relativ einfach. Und dann, also für mich ist auch noch wichtig zu sagen, die Tabakindustrie verletzt Menschenrechte entlang der gesamten Kette. Und Menschenrechte sind unteilbar. Also vom Anbau, Ausbeutungsgeschichten, Kinderarbeit und so weiter, bis zum Konsum werden hier Menschenrechte verletzt. Also die Menschenrechte auf Leben und Gesundheit zum Beispiel. Irgendeine Sorte von Siegel drauf zu packen, dass eines der Menschenrechte jetzt nicht mehr verletzt wird, halte ich dafür irgendwie nicht zielführend. Ja, vielen Dank, Laura. Ich möchte nochmal an alle Teilnehmenden euch daran erinnern. Also ihr könnt jetzt Fragen stellen mit dem Tool Fragen und Antworten, und ich gebe die dann weiter an unsere Expertinnen hier im Seminar. Es gibt als nächste Frage von Sonja von Eichborn.
Welche konventionellen Unternehmen haben sich für ein Lieferkettengesetz ausgesprochen? Wer kann denn dazu vielleicht kurz eine Übersicht uns geben? Maja, du vielleicht? Ja, Entschuldigung, ich habe den Stummschalten-Button gesucht. Ach so, aber Leonard meldet sich auch, wenn du das sagen willst. Sonst... Fang du gerne an und dann ergänze ich einfach. Okay. Genau, also es gibt ein Statement, ein Unternehmensstatement, was auf der Seite des businesshumanrights.org veröffentlicht wurde, wo sich etwa 60 Unternehmen für ein Lieferkettengesetz ausgesprochen haben, darunter auch größere Unternehmen wie etwa Kick, Rittersport, Chibo, VD. Also sind tatsächlich, wie gesagt, mehr als 60 Unternehmen, die sich in diesem Statement für ein Lieferkettengesetz ausgesprochen haben. Magst du noch was ergänzen, Leonard? Ja, also im Kakaoanbau ist es tatsächlich auch so, dass es 4 oder 5 größere Unternehmen gab, die sich auch auf europäischer Ebene dafür ausgesprochen haben. Dann mag man natürlich erstmal fragen, woran liegt das? Also warum ist das so? Und ja, wie Maja eben schon gesagt hat, gibt es schon einige Unternehmen, die sich selbst als Vorreiter sehen und diesbezüglich auch dann keine Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Unternehmen haben wollen. Und ja, Rittersport und Nestle sind es zum Beispiel in Deutschland oder Mondelez oder Mars oder Barry Callebaut, ein großer Kakaoverarbeiter auf EU-Ebene, die sich dafür eingesetzt haben, dass es eine Regulierung im Sinne des Lieferkettengesetzes gibt. Vielen Dank. Dann haben wir nochmal eine Frage von Nadine Besensek. Wie realistisch ist es, dass ein Unternehmen tatsächlich überprüft, dass es in der Lieferkette keine Kinderarbeit gibt? Man kann ja bereits in der Textilproduktion feststellen, dass die Einhaltung der Auflagen von vielen Unternehmern nicht kontrolliert werden. Wer mag dazu antworten? Leonard, du bist noch im Bild. Willst du es direkt machen? Ich glaube schon, dass Unternehmen tatsächlich prüfen würden, ob es Kinderarbeit in Lieferketten gibt auf Basis eines Lieferkettengesetzes. Das hängt ein bisschen damit zusammen, was Maja auch schon gesagt hat, dass es eben kein zahnloser Tiger sein soll. Das heißt, dass unserer Meinung auch schon auch Haftungskriterien dabei sein müssen, beziehungsweise eine zivilrechtliche Haftung. Ob es aber auf der anderen Seite zum Beispiel zu einer Klagewelle im Kakaoanbau kommt oder im Kakaosektor kommt, das würde ich zum Beispiel wieder bezweifeln. Also ich glaube schon, dass es gerade im Bereich des Kakaoanbaus auch so hohe Hürden gibt, dass es gar nicht so einfach ist, einem Unternehmen nachzuweisen, ob es oder wie es an ausbeuterischer Kinderarbeit beteiligt ist. Das heißt, ich vermute oder wir gehen so davon aus, dass man schon Extremfälle von Kinderarbeit oder auch Kindersklaverei vor Gericht bringen könnte. Allerdings sind diese Verfahren relativ schwierig. In den USA gibt es aktuell ein solches Verfahren, das schon seit 4 oder 5 Jahren existiert, wo Kindersklaven aus Westafrika Schokoladenhersteller verklagt haben. Und dieses Gesetz geht also von verschiedenen Gerichten hin und her. Und es gab dazu noch keine abschließende Beurteilung. Also ich würde schon widersprechen und sagen, ja, Unternehmen müssen tatsächlich prüfen, wie Kinderarbeit in ihrer Lieferkette vorkommen kann und das auf Basis einer Risikoanalyse darstellen. Zu einer Klagewelle, das würde ich eher schwierig sehen. Okay, danke. Als nächste Frage habe ich hier von Fair Einkaufen eine Frage an Maja. Das Lieferkettengesetz wird zwar verabschiedet werden, aber wohl stark verwässert. Ist solch ein Lieferkettengesetz dann besser als gar keins? Und welche Einflussmöglichkeiten gibt es seitens der Politik und der Zivilgesellschaft, es gegebenenfalls nachzubessern? Maja, du hast ja schon sehr viel dazu gesagt. Magst du da noch eine kurze Ergänzung machen? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich schwer zu sagen, wenn wir jetzt noch gar nicht wissen, wie die Eckpunkte dann letztendlich tatsächlich aussehen. Es ist, ich denke, da müssen wir im Prozess jetzt schauen, was gestrichen wird, wer sich in der Politik wie durchsetzen kann.
Und ob wir hinterher mit einem zahnlosen Tiger ohne irgendwelche Durchsetzungsmöglichkeiten dastehen. Jetzt erstmal würde ich aber den Fokus darauf richten, dass wir so ein Gesetz dringend brauchen, um verbindliche Regeln für alle Unternehmen durchzusetzen. Auch mit Blick auf EU-Ebene, weil auch dort startet ja ein Prozess für eine EU-weite Regulierung für Wirtschaft und Menschenrechte. Und ich denke, Deutschland kann hier mit einem Lieferkettengesetz einen starken Impuls geben, wie so eine Regulierung auf EU-Ebene aussehen sollte. Das heißt, ich würde jetzt erstmal den Fokus darauf richten, dass wir versuchen, dass wir ein möglichst ambitioniertes Lieferkettengesetz durchbringen. Einflussmöglichkeiten, es gibt eine E-Mail- und Postkartenaktion an Wirtschaftsminister Altmaier, die kann man sehen auf der Seite der Initiative Lieferkettengesetz, da kann sich jeder eine E-Mail oder eine Postkarte an Wirtschaftsminister Altmaier senden mit der Forderung, ein Lieferkettengesetz nicht zu blockieren. Ja, danke, Maya. Damit ist eigentlich im Prinzip auch schon die nächste Frage des anonymen Zuschauers beantwortet, nämlich was kann der normale Bürger tun, um Druck aufzubauen, dass es tatsächlich bald ein Lieferkettengesetz geben wird? Also fleißig Karten abschicken, die ja über eure Webseiten auch zu kriegen sind. Ne? Die können bei euch bestellt werden, die können ausgedruckt werden oder wie komme ich als Normalbürgerin da jetzt ran? Es ist sowohl möglich, eine E-Mail zu schicken und als auch eine Postkarte zu bestellen. Diese Postkarten können bestellt werden bei der Initiative Lieferkettengesetz. Aber wie gesagt, das ist auch der einfache Weg per E-Mail möglich, eine E-Mail an Herrn Altmaier zu schreiben. Ich fände es ja da ganz prima, die auch direkt dann diese E-Mail noch damit zu ergänzen, also dass das Gesetz als solches abgestimmt wird, aber tatsächlich auch parallel dann gleich die Prüfbehörde mit eingerichtet wird. Weil das hat mal, also es ist ja in euren Beiträgen ja schon ganz klar durchgeklungen und es zeigt ja auch die Praxis. Ein Gesetz ohne eine klare Kontrollbehörde ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Und von daher denke ich, dass dieser zweite Schritt auch immer gleich mit einbezogen werden müsste. Aber das hast du ja auch schon deutlich formuliert, Maya. Wir haben jetzt noch eine Frage hier von Ulrike Eberhardt. Wenn es so viele Hinhaltetaktiken gibt, wie können die Akteure ihren Wirkungsgrad erhöhen, um dem Ziel näher zu kommen? Ja, gute Frage. Wie kann man die Geschwindigkeit erhöhen, beziehungsweise den Druck erhöhen? Was könnte noch mehr gemacht werden, als ihr tatsächlich eh schon macht? Du bist noch im Bild, Maya. Ja, also ich glaube, es ist im Moment schon ein sehr hoher, oder wir bauen gerade schon einen sehr hohen Druck auf. Wir haben ja jetzt auch mehr als 222.000 Unterschriften gesammelt für ein Lieferkettengesetz. Diese Unterschriften werden wir demnächst übergeben, wo wir auch nochmal deutlich machen, wie viele Menschen denn tatsächlich in Deutschland so ein Lieferkettengesetz fordern. Und wie gesagt, wir richten uns mit der E-Mail-Aktion jetzt an Peter Altmaier, einem ambitionierten Gesetz nicht entgegenzustehen. Das heißt, ich denke, dass wir schon also alles tun, um das Ziel eines ambitionierten Lieferkettengesetzes zu erreichen. Was natürlich irgendwie jeder Einzelne machen kann, ist vielleicht auch nochmal ins Gespräch zu kommen mit Wahlkreisabgeordneten, also bei sich im Wahlkreis und dort irgendwie zu fragen, wie denn der oder diejenige Politikerin zum Lieferkettengesetz steht. Und dort eine Diskussion anzuregen und vielleicht auch noch weiter Öffentlichkeit zu schaffen. Ich würde jetzt gerne euch drei nochmal für euch drei nochmal kurz die Runde öffnen für ein Schlusswort.
Ich habe keine Fragen mehr im Chat. Von daher fände ich es gut, wenn jeder von euch nochmal ganz kurz für euch das Wesentliche zusammenfasst, warum es einfach wichtig ist, Lieferkettengesetz, um Kinderrechte langfristig tatsächlich zu schützen. Magst du direkt anfangen, Maja? Bist immer im Bild. Vielleicht ist immer die Person im Bild, die als letztes gesprochen hat. Das führt dann zu so einem Teufelskreis. Aber eigentlich habe ich ganz gut ja schon zusammengefasst, was so unsere Forderungen sind. Also vielleicht nochmal kurz. Wir sind der Meinung, dass der faire Handel nicht länger die Ausnahme bleiben darf und dass es verbindliche Regeln für alle Unternehmen geben muss, damit Menschenrechte und Umweltstandards in globalen Lieferketten eingehalten werden. Und gerade auch, weil die Corona-Pandemie ja immer, also von einigen Akteuren, eher als Ausrede dafür genutzt wird, dass die Wirtschaft nicht belastet werden darf. Wir sind der Meinung, gerade die Corona-Krise zeigt, wie verheerend Auswirkungen in internationalen Lieferketten sind und dass es jetzt umso wichtiger ist, Menschenrechte in globalen Lieferketten in den Blick zu nehmen und sind deshalb umso mehr der Meinung, dass es jetzt verbindliche Regeln braucht, und zwar ambitionierte Regeln, wie ich die vorhin auch vorgestellt habe, und rufen insbesondere das Wirtschaftsministerium auf, einem ambitionierten Lieferkettengesetz nicht im Weg zu stehen, sondern dieses zu unterstützen. Vielen Dank. Leonard, magst du auch noch eine kurze Zusammenfassung von deiner Seite? Und ja, ich kann es noch mal kurz zwei, drei Sachen sagen. Also ich glaube, Maja hat noch mal entscheidende Faktoren auch eben noch mal benannt, die eben nach den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte einfach in so einem Lieferkettengesetz enthalten sein müssen. Und konkret für den Kakaoanbau bedeutet das eben, dass es einfach eine bessere Risikoanalyse oder eine wirkliche Risikoanalyse von Lieferketten geben muss. Fast kein Unternehmen kennt aktuell wirklich seine gesamte Kakaolieferkette. Also es sind so Schwankungen zwischen 30% und 50%, die großen Kakao-Schokoladenhersteller wirklich bis zur Kooperative zurückverfolgen können. Das muss sich ändern, und ganz zentral ist eben auch eine Risikoanalyse über die Einkommenssituation von Kakaobäuerinnen und Kakaobauern. Im Bereich der Maßnahmen sehen wir es als ganz wichtig an, dass eben diese doch eigentlich guten Ansätze dieser Child Labor Monitoring Systems, dass die ausgeweitet werden auf die gesamten Lieferketten. Und auch es da ganz klar eine schrittweise Anpassung gibt, wie ein existenzsicherndes Einkommen erreicht werden kann. Und dass die Berichterstattung, die aktuell noch echt sehr oberflächlich ist, wenn man sich die Nachhaltigkeitsberichte der verschiedenen Unternehmen anschaut und eben nicht die geforderten UN-Leitprinzipien, Sorgfaltspflichten adressiert, dass die eben deutlich besser werden. Insofern würde ich auch sagen, wie stand es auf dem Plakat, damit Menschenrechte nicht länger durch den Kakao gezogen werden, braucht es ein Lieferkettengesetz, aus Sicht des Kakaosektors auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Leonard. Das ist nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht. Die Parole gefällt mir. Laura, magst du auch nochmal bitte eine kurze Abschlusszusammenfassung von deiner Seite geben? Also bei der Tabakindustrie würde ich sagen, es ist anders als bei der Kakaoindustrie, in der Kakaobranche. Bei der Tabakindustrie würde ich sagen, die Tabakkonzerne wissen, wo ihr Tabak herkommt. Die kennen ihre Lieferketten. Viele Zigarettenkonzerne haben Direktverträge mit Bauern und Bäuerinnen. Oder es läuft durch ein Rohtabakunternehmen als Zwischenschritt. Also die wissen Bescheid. Die schicken auch zum Teil Landwirtschaftsberater auf die Farmen. Die sehen die Kinder arbeiten. Deswegen würde ich sagen, wir brauchen Transparenz, damit wir von der Zivilgesellschaft da auch eingreifen können und sagen können, hier, das kommt aus dem und dem Land, das kommt von der und der Plantage. Und das Lieferkettengesetz braucht Sanktionsmöglichkeiten. Also wie Maja Wolland ja auch gesagt hatte, das ist in dem Fall ist es nicht nur, die Konzerne sollten sich mal damit auseinandersetzen, wo ihre Risiken liegen, sondern sie müssen auch sanktioniert werden können, damit es auch wehtut, wenn sie es nicht einhalten. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal allen drei Expertinnen in dieser Runde. Ich finde es
unglaublich wichtig, die Arbeit, die ihr macht. Und es war auch sehr, sehr gut, die Inputs, die ihr hier nochmal in diesem Online-Seminar uns gegeben habt. Es ist ja tatsächlich, ich denke, es geht kein Weg dran vorbei. Das Lieferkettengesetz muss schnellstens her und es muss wehtun. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz zentrale Aussage, die wir heute jetzt mehrfach gehört haben. Es nützt nichts, einfach nur ein Gesetz, wenn es nicht kontrolliert werden kann, wenn es nicht dann auch zu Sanktionen führt. Und ich denke auch nochmal zu den Fragen von den Teilnehmenden. Wir als Zivilgesellschaft, wir müssen einfach auch mit am Ball bleiben, müssen aufmerksam sein, müssen nachfragen, wo kommen denn die Sachen her, die wir essen oder rauchen. Also ich rauche nicht, aber auch die Rauchenden sollten sich das deutlich fragen. Und ja, vielen, vielen Dank euch. Vielen Dank der Organisation von Unfair Tobacco, dieses Online-Seminar heute gestaltet zu haben. Unter lieferketten.de kann noch mal sehr viel dazu nachgelesen werden. Und hier, wer sich noch mal das Seminar von heute anschauen möchte, es liegt auf dem YouTube-Kanal von Unfair Tobacco. Hier ist noch mal die Internetadresse von Unfair Tobacco eingeblendet. Danke an alle für die Teilnahme und ich wünsche euch noch einen schönen, sonnigen Dienstag, den 1. September. Antikriegstag will ich auch noch mal an der Stelle vermerken. Tschüss.